Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Team, wie immer, für euch am Mic. Und ich hatte es ja letztes Mal schon mal angesprochen, dass ich mir hier ein kleines bisschen mehr Beteiligung wünsche hier von euch. Dass ich weiß, ihr wollt hier halt noch mehr von Hogwarts Legacy sehen. Denn bin also schon kurz davor, das Let's Play hier abzubrechen, weil das macht ja dann auch keinen Sinn, wenn das keiner schaut oder zu wenig schauen. Dann brauche ich mir hier die Zeit auch nicht zu nehmen, auch wenn das Spiel cool ist. Dann kann ich das lieber dann nochmal für mich durchspielen, wobei ich das meistens dann sowieso nicht mache, weil die Zeit dazu habe ich gar nicht. Alles, was ich spiele, das zeichne ich meistens auch immer gleich auf. Oh, wenigstens ein schöner Kampf. Hier ist nichts. Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. So, die haben wir schon mal platt gemacht. Geilo. Revelio. So, was soll ich hier rausfinden? Welche Spuren hier? Revelio. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Hier sind aber noch mehr Viecher, oder? Revelio. Da komme ich doch durch, oder? Sieht interessant aus. Lumos. Sechselige. Gucken, was haben wir denn hier? Klamotten, Inventar. Ausrüstung, da ist er. Die besser? Oh ja, die ist besser. Nehmen wir die mal. Und den Hut. Oh, der sieht doof aus. Aber der ist besser im... 11 ist der. Erhöhter Schaden mit Incendio.
Egal, nehmen wir den. Der macht ein bisschen mehr. Okay. Revelio. Hier ist aber sonst nichts, ne? Hier sind glaube ich noch mehr Viecher. Aber da müsste noch eine Höhle sein. Auch irgendwie rein. Wo komme ich denn jetzt zur Karte? Da konnte ich gar nichts drauf erkennen. Einstellung, Sammlung, Inventar. Neueste Tagebucheintrag. Der Brief. Wo ist denn die blöde Karte jetzt? Roland Oaks Karte, da. Ansehen. Aha, okay. Neben so einem komischen. Da ist das Ding und den Weg hochgehen. Komme ich an so einem komischen Geröll vorbei. Und das Schloss ist auf der anderen Seite. Okay. Ich glaube, das ist schon richtig hier, ne? Eine Felsformation. Ich glaube, so ist es richtig. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Genau, wir sind richtig. Zum krummen Baum. Ja, geht das jetzt hier lang oder da lang? Ein krummer Baum. Wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Da lang? Oh, ich glaube, hier ist richtig. Revelio. Das sah doch so ähnlich aus wie das Ding hier. Aber hier scheint es nicht richtig zu sein. Aber hier geht der Weg nicht weiter. Inventar, da noch mal gucken.
am See lang. Also über den See ist richtig und dann da immer weiter hoch. Ist das hier doch richtig? Kann eigentlich auch nicht viel anders sein. Ich hoffe, der Weg geht hier weiter. Nicht wirklich. Ne, das ist nicht richtig hier. Aber er ist doch über den See. Die Karte zeigt das über den See. Ah. Revelio. Expelliarm in Zentrum. So. Den haben wir auch erledigt. Keine Ahnung, ob das hier richtig ist. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Reifenkraut habe ich gar nicht mehr. Na? Eier einer Aschwinderin. Da ist aber eine Brücke. Das ist schon mal gut. Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste sich jetzt südlich von hier befinden. Revelio. Da kann man. Revelio. Was haben wir denn hier? Confrinto! In Zentrum! Und danke, Namen! Diese. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Oh, hier sind aber viele Feinde, wa? Die brauchen. Dieses Schloss Revelio. Schönes Schloss. Alles voll Kobolde hier. Kommt man da irgendwie rein?
Hä? Revelio. Alles zugemauert hier. Ich guck mal eben, ob ich da von der Seite irgendwie reinkomme. Muss da sowieso mal die Flamme entzünden. Sehr schön. Und irgendwo muss man da doch reinkommen, oder? Sieht nach Ärger aus. Komm, trink! Keine Chance, Macker. Keine Chance. Aber alles so verlassen hier. Das war's schon mit dir. Du hast ja gar nichts drauf, Chef. Revelio. Oh, ist das verschachtelt hier. Das ist der Ort auf der Karte. Ich sollte jetzt gut aufpassen. Da sind wir richtig. Die Mission finde ich bisher ganz geil, muss ich sagen. Was finden wir wohl hier drin? Revelio. Wenn der Krieg vorbei ist, was war das? Aha, da bist du ja. Konfliktor. Adelaide hatte wohl den richtigen Riecher. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Alohomora. Revelio. Inzwischen bin ich ganz gut reich. Ich verhungere. Revelio.
So, jetzt wollen wir zuerst mal einen Hexenhut aufsetzen, ja. Revelio. Da ist noch was zum Mitnehmen. Keine Chance, Chef. Revelio. Keine Chance. Mega Power Trank. Wieso kann ich denn keinen mehr tragen? Ich habe wahrscheinlich schon so viel. Den kann ich noch. Hallo, Mr. Oaks. Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Oh. Kann er sein? Revelio. Kann man hier rechts? Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Ja, möchte ich auch gerne mal wissen. Komm, trink! Ich bin ja ins Zentrum. Irgendetwas versorgt diese Tür mit Energie. Kommen wir da irgendwie hoch? Da. Da kommen wir nicht hoch, wa? Revelio. Aber irgendwie kann man da hoch. Hier. Okay, gucken wir mal eben. Ja, da geht die vielleicht auf. Eine Kesseltür. Ah! Thank you.
Ja, der war geil. Revelio. Protego. Aber den Zauberstab haben wir noch nicht, ne? Revelio. Da ist aber was markiert. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Genau, genau. Hier noch irgendwas zum Mitnehmen. Den kann ich nicht mehr mitnehmen. Schon so voll. Gott, wo war das jetzt noch? Unten, ne? Gottes Willen, wo war der jetzt noch, der junge Mann? Da war irgendwo eine Tür. War das hier richtig? Keine Ahnung. Nee. Revelio. So, hier. Gottes Willen. Da bin ich eben. Oh Gott, von wo bin ich denn hier gekommen? Da habe ich die Tür aufgemacht. Oh, das sieht alles gleich aus hier. Bring mir ein Dutzend Menschen. Komm, trink. Ja. Incendium. Incendium. Ihr habt ja gar nichts drauf, Jungs. Gottes Will, wo war das jetzt noch? Ich weiß nicht mehr, wo der Typ noch gewesen ist. Ach nee, das ist... falsch, ich will den ja befreien.
Die können das auch mal eben anzeigen, ne? Das ist doch doof, wenn die das immer nicht... Zeig doch mal an, wo der Typ jetzt gewesen ist. Das sieht alles gleich aus hier. War das hier? Nee, hier war das glaube ich nicht. Doch! Da ist die Tür. Jetzt haben wir es, mein Gott. Ja, mein Gott, der will ich aber eine Monsterbelohnung haben hier. Das ist der Stab. Zauberstab geben, so. Jetzt nimm ihn hin. Da siehst du, Chef. Bitteschön. Geschafft. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Die Mission war echt gut, muss ich sagen. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Sehr gerne, mein Lieber. Das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. So, perfekt. Da wollen wir mal wieder nach Hause. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir... Oh Gott, das fällt. Die Folge ist über eine halbe Stunde lang geworden. Ja, ich wollte das hier auch nicht abschneiden, die Folge. Das ist dann auch doof. Lasst auf jeden Fall für diese XL-Folge einen Daumen da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.